So, dann brauchen wir noch bei den Icons den Titel. Dann warten wir auf die Lobby-Einladung. Brauchen wir eigentlich nur das Icon. Die wir natürlich auch noch gar nicht gesehen haben. Oncast, in Action, haben wir natürlich ein bisschen, wie gesagt, die Historie dieses Slots bzw. dieses Teams erklärt von Hexbet zu uns gekommen. Adrian Kupay, Paul Deitlag, der große Rückkehrer hier für InSport. Sehr aktiv auf dem Discord, finde ich mega geil. Hat sich auf jeden Fall in die Community eingebracht und kennt eben dieses Team, war vorher auch bei Teilzeit InSport ehemals irgendein Trident-Team. Von daher, ja, alte Bekannte, hyped Matchup, glaube ich. Und es wurde vorhin ein Rematch gecallt. Ich weiß nicht, ob es da schon mal irgendwo ein Treffen gab. Casual Vollzeit. Ja, es gab schon im Match 15 ein Treffen, ein Best of One. Das hat Casual im Upper Bracket Runde 2 für sich entschieden. Also Casual vielleicht mit dem Mental Edge hier vor. Aber man weiß natürlich, was man gepickt hat. Man kann vielleicht jetzt ein bisschen besser draften. Also praktisch ein Best of Two hier für die beiden. Für den jetzt allerdings natürlich für beide Teams um alles geht. Dann ist es nicht mehr. Man hat keine zweite Chance mehr. Do or die für Casual und für Teilzeit. So. Sache 1 schon mal angepasst, dann passen wir noch. Dann warten wir auf die Lobby ein. Was ist das? 6 und. Dann LB Runde 4. So, was sollte jetzt passen? Es steht eigentlich 1-3 in der Auseinandersetzung. Casual Vollzeit, okay? Also schon auch ein Scrim-Partner bzw. Matchgerüst, das sich hier gebildet hat. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt auf das Match. Ansonsten, ja, Shi gegen Insomnia. Da hat sich Insomnia gegen Trash durchgesetzt, tatsächlich auch. Und wir haben ja gerade schon gehört von dem guten Felix. Trash für ihn, eines der besten Community-Teams. Da hat Insomnia auf jeden Fall sich schon mal ein Ausrufezeichen gemacht. Haben ja in den letzten Turns schon auf sich aufmerksam gemacht, da noch ein bisschen schwächer gewesen, waren auch in dieser zweiten Gruppe von dreien. Von daher, ja, Insomnia für mich auch in diesem Split Team to Watch in der Prime League. In ihrer ersten Prime League haben ja letzten Split ja ausgesetzt, haben nur die Internals gespielt. Wenn nochmal, was da jetzt steht überhaupt. Der Prime League, wo sie da spielen. Greifen wir mal. Den Community Talk ein bisschen vorweg. Ja. Div 6 sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ich sehe hier nicht so wirklich irgendwelche Orks außer Frankfurt. Also ich sagte es, es wird hier der Div 6 Aufstieg auf jeden Fall von Insomnia. Aber. Vielleicht darfst du dann mehr im Talk. Auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Team. Und ja, wir gucken jetzt aber auf die Begegnung Casual gegen Teilzeit, die natürlich beide auch schon gestandene Differenzen sind. Casual zweimal Seitenwahl gegen uns. Scam-Sport schlägt schon wieder zu. Ja, ne? Ihr könnt doch auf jede Seite glänzen hier. Wo denn Einladung jetzt?
Ansonsten gucken wir nochmal, wie gesagt, She gegen Insomnia wird spannend. Vielleicht können wir Insomnia für das nächste Upset sorgen. Casual gegen Vollzeit sehen wir jetzt. Oben hat IOTA gegen Omega ja im Upper Bracket. Also wir haben nur noch 6 Teams hier in diesem Turnier. Morgen dann noch ein Lower Bracket Best of One, dann das Best of Three Lower Bracket Final und dann das Grand Final. Finde ich diesmal übrigens von der Planung viel besser, dass man jetzt ein festes Upper Bracket Final hat, das gerade zur Zeit noch läuft. Um da auch mal das Event-Team loben zu, weil es ja sonst mal heißt, Blame the Oncast. Und so wie es aussieht, hat sich hier Casual für die Red-Seite tatsächlich entschieden. Wir nehmen Red Side, weil wir euch einen Vorteil geben wollen. Höher, höher, höher. Okay. Spannend, spannend. Ja, gehen wir noch mal kurz das Roster dann durch, auch vom unbekannten Team für euch, für mich, von Casual in Sport. Ah ja, haben wir viele Teams im Roster Channel neu dazu bekommen. Also Team Captain ist dann auch der angesprochene Adrian Kukai auf der Top-Lane, Aya, Novinf, Alex in der Jungle, Noah, Taga, Simon, Aya, die Namen. Kukai in der Mitte sogar. Weiß nicht, ob das ein Role-Swap ist. Hab ich eigentlich immer mit einer Botlane erwartet. Matthew, Mev und Serge auch auf der Botlane. Und ja, haben jetzt viel von Teilzeit gesehen. Sehr versatile in ihren Picks, aber genauso auch scheint es ihr Casual sein, die Full Dia sind, bis auf den Support-Player, der sehr viel Karma und Heimerdinger spammt. Midlane sehr viel Ryze, da wird es wahrscheinlich einen Bann drauf geben, wie ich vermute, auf der Top-Lane. Sehr wilde Mischung, vor allen Dingen auch Fiora, Akshan, aber auch Gangplank, Gragas und in einem Jungle, ein Pick, den wir auch noch gar nicht so häufig gesehen haben, nämlich die Bellwether, da wird sich Ara ganz besonders freuen, vielleicht die mal in Action zu sehen im Competitive 4. Und die Gwen im Jungle sogar, also auch da True Shit, True Damage Abuse von dem jeweiligen. Kaido, Yong, Gummo, aber keine Fake News verteilen mit Upset, Vince hier, Hömmer. Wieso? Wegen Insomnia? Oder was? Gegen Chi? Ja, könnte doch ein Upset sein gegen Competitive Gwen. Up to date das denn hier? Expert, da habe ich meine Finger von gelassen. Gambling. Das unterstützen wir hier nicht. So, ready auch jetzt von Casual. Ich habe schon ready gesagt, warten wir noch auf eine Rückmeldung von Teilzeit und dann können wir hier ins letzte Game des heutigen Tages der Internals gehen. Heute Abend dann, wie gesagt, neben Football auch der Competitive Talk noch bei uns. Insomnia, klarer Favorit. Mal schauen. So, und Casual ist auf jeden Fall hier hyped. Wie gesagt, man ist hier 1-3 dann anscheinend in diesem Match in der Historie zurück, wobei man in den Eternals eben 1-0 schon Teilzeit schlagen konnte. Auf jeden Fall ein hoffentlich closes Match, das es ja gerade auch lange Zeit war. Immer so ein kleiner Snowball-Hint. Ich glaube natürlich auch dem Draft geschuldet um Fiora und Olaf, die dann doch Early Kills bekommen haben, aber ja. Bin mal gespannt, ob es ähnlich weiterführt, dass man eben wenig Kills hat, auch auf In-Game, wie es eben Teilzeit jetzt schon zweimal der Fall war. Haben aus der 0-3-Klatsche im Scrim gelernt. So soll es sein, ne? Scrim ist Training, ist Practice und dann, wenn es um was geht hier, die beste Leistung abrufen. So, und wir sehen schon den ersten Bann. Es wird tatsächlich der Gwent-Bann auf Seiten von
Teilzeit. Bellref, also man fokussiert hier auf jeden Fall den Jungler. Mit diesen zwei Buns. Ryze jetzt noch eine Option, die offen wäre. Kassadin wurde rausgenommen auf der anderen Seite. Gangplank und Varus. Auch interessant, obwohl man selber den Gangplank spielt, hat man hier Respekt gegen Sandman. Und Nami, First Pick für Pardon Me. Eieiei. Das ist mal eine Ansage hier. Der Support First Pick für Teilzeit. Ja, nimmt man jetzt Lucian Braum selber, pickt man den Lucian weg. Aber man entscheidet sich erstmal für Karma auf der Support-Position. Und der Draven auf der Botlane. League of Draven. Also Draven Karma gegen wahrscheinlich Lucian Nami. Junge, Junge. Wobei, ich weiß nicht, ob mir der Lucian da so gefallen würde. Klar ist natürlich die beste Synergie mit Nami, aber so eine Long-Range Caitlyn, die wir zum Beispiel gerade von Slim Snoker gesehen haben, würde ja Draven, glaube ich, schon unter Druck setzen. Das ist so eine Schwäche von Draven, die Range auch. Und natürlich dann, wenn es darum geht, du musst irgendwann eincashen. Wenn du da 0 Kills gehst, wie gerade eben bei Caitlyn und bei Ashe der Fall war, dann geht der Draven überhaupt nicht auf. Auf der anderen Seite jetzt wieder die Anivia auch. Also Botlane und Midlane schon gezeigt auf Seiten von Teilzeit. Auf der anderen Seite geht man jetzt hier für den Ryze gegen Anivia. Wahrscheinlich auch nicht das beste Matchup für den Ryze, aber er ist dann eben auch diese Scaling-Maschine. Ah, und man wartet noch mit dem Midlane-Pick. Obwohl man den jetzt schon sieht, möchte man sich erstmal den vermeintlichen Jungler securen mit dem Wukong. Ja, und jetzt hat man eben noch die Buns gegen Top, gegen Jungle auf Seiten von Casual. Da ist auch direkt der Udyr-Bun. Wird man den Olaf gleich auch noch rausnehmen, den man gerade gesehen hat? Oder wird es hier noch was anderes? Echo ein Pick aus der Solo-Queue von Victor von Yoha. Allerdings glaube ich nicht, dass er ihn mit diesem Dreier-Draft hier ein Echo auspacken wird. Akshan jetzt gegen die Top-Lane. Also auf der Top-Lane beide noch nicht so wirklich von Tank-Picks überzeugt. Weil ich glaube, der Gragas, den ja hier manchmal gepickt wird von Aya, Novin, dass er auch in Richtung Tank geht. Ich guck nochmal. Ja, würde dann Tank-Gragas sein. Ah, hat auch schon AP gespielt. Okay. Das ist natürlich auch der große Vorteil eines Gragas auf der Top-Lane. Beide Varianten haben da ihre Vor- und Nachteile. Ein Team natürlich auch nicht der leichteste Champion zu exekutieren, gerade mit der Ultimate. Und der Viktor-Bann auch noch in der Mitte. Damit die Bannphase abgeschlossen. Auf der anderen Seite doch die Vi auch gegen Joa, dass man die so hoch priorisiert mit den Banns. Das finde ich verwunderlich. Für dich Point-and-Click CC durch die Ultimate immer sehr eklig. Da finde ich zum Beispiel so eine Morgana-Sub auch mal underrated. Ja, und jetzt hat man trotzdem noch den Ryze durchbekommen und den pickt man ja auch in der Mitte. Wobei, wie gesagt, ich habe da so ein bisschen befürchtet, dass es eine schwierige Lane wird für Ryze. Natürlich auch in der Range schon hier sehr, sehr eingeschränkt. Und der Jayce, den wir zuvor in Lower Bracket Runde 2 schon gesehen haben von Sanjaden. Jetzt würde ich mir vielleicht so einen Malphite sogar wünschen. So einen Top-Lane-Pick auf Seiten von Casual. Ja, du sacrificest deine Lane weiterhin so ein bisschen. Gerade Range gegen Melee immer sehr schwer gegen Jayce. Aber dann hast du eben so ein All-In. Gegen Lucian, gegen Nami. Und jetzt pickst du einen Amumu in den Jungle hier für Yoha. Also mal was komplett anderes gegenüber einem Udyr und einem Olaf. Natürlich reiner Tank, natürlich mit dem Demonic, was gerade absolut broken ist. Durchaus noch Damage vorhanden. Auf der anderen Seite jetzt der Team, aber wird es nicht werden, glaube ich. Ja, und es wird kein Malphite, aber eben auch noch ein Tank. Der Ornn diesmal. Haben wir ja gerade schon gesehen, auch von Luminosity. Jetzt also auch bei Casual auf der Top-Lane. Und das war auch das, was da gefehlt hat. Noch so eine
so ein Tankline Meat Shield, Frontline Meat Shield mit dem Tank, der natürlich auch einen Long Range Engage hat. Auf der anderen Seite hast du eigentlich nur eine Nami Tidal Wave und den Amumu-Q. Aber wobei auch Anivia natürlich gerade überraschend viel engaged hat mit der Wall, mit der Q. Da habe ich auch ein Auge drauf auf Quack for Good Luck, die ja gerade schon auf der Lux auch sehr gut performt hat. Aber das Scaling, wieder eine ähnliche Geschichte wie gerade. Nur diesmal hat man, glaube ich, die etwas schwieriger zu executen bekommen. Gerade, dass du jetzt einen Tank-Jungler hast. Kein Olaf mehr, der ins Face des Gegners rennt, sondern... Ja, schon schwierig. Insgesamt sehr squishy. Auch nicht die beste Teamfight kommt. Und gerade Jace hat, glaube ich, nicht so die besten Karten gegen Tanks wie eine Fiora. Da fehlt einfach der True Damage. Du gehst hier Lethality, ja. Du kannst Cyrilla's Grudge gehen. Was natürlich sehr gut ist als Pen-Item, als Lethality-Item. Aber auch da bin ich gespannt, ob Ornn nicht einfach unkillable wird für Teilzeit. Also diesmal würde ich den Draft sogar wirklich auch an Casual geben. Wobei, wie gesagt, die Laning-Phase, die wird schwer sein, die wird tiltend sein. Und da muss man mit einem cleanen Mantel und möglichst wenig Goldverlust durchkommen. Und jetzt hat man ja auch einen potenteren Jungler als den Xin. Mit dem Wukong kannst du ja viel mehr auf der Map machen, hat ein viel höheres Dual-Potential. Auch gegen Amumu kann ihm mal das Leben schwer machen. Wobei Amumu natürlich... Finde ich auch immer noch sehr eklig gegen zu spielen, alleine durch die Double Q. Ja, du dodgst eine, du kannst eine blocken mit einem Spellsheet oder so, aber dann hat er eben noch die zweite Q. Und kann eben diese CC bringen, die das Team braucht. Und dann kommt eine Shockblast 100%ig aufs Ziel. Dann kommt eine Q von Anivia und der nächste folgende Stun 100%ig aufs Ziel. Und ja, Lucian Nami immer noch gefährlich. Auch im LCK-Bereich, das ja schon läuft. Pick or Ban. Eigentlich siehst du da immer die gleichen Champion. Ich glaube, die gleichen 15 Champion, die rotieren. Ähnlich wie Seri Yumi, die so ein bisschen unterm Roster hier gefallen wird, Seri. Die heute aber auch schon sehr viele Bans kassiert hat in den Eternals, vermutlich. Ja, mal schauen, ob es Casual dann auch mit der Comp besser macht als zuvor Luminosity, ob man ins Scaling wirklich abwartet, ob man wirklich diese Patience beweist, die es braucht und ob sie unbedingt so braucht, denn gerade hat man ja, wie gesagt, Early schon Kills abgegeben, gerade gegen den Olaf. Aber Amumu geht hier nicht 6-0 und in Top-Lane hast du dich mit der Fiora. Ja, wundert mich eigentlich, dass man hier für den Jace Blindpick gegangen ist. Natürlich willst du Fiora auch nicht blindpicken. War vielleicht hier das Beste, was sein Jane picken kann. Jetzt auf der anderen Seite natürlich dann mit der Red Side, mit der Seitenwahl. Der kleine Vorteil des Orns vielleicht. Ich weiß auch da, ich kann die Lane überleben und dann kann ich vielleicht mein Team mehr helfen als gerade Potato. Der ja dann durch die Fiora auf der Lane gefesselt war, praktisch. Und da trotzdem noch überrannt wurde. Fiora, einfach ein schöner Champion. Sehr fair. Gut Damage, so guter Wert. Riot, ihr seid die Besten. Ja, und wer hier verliert, der verabschiedet sich natürlich wieder aus dem Turnier. Der Sieger spielt morgen um 14 Uhr gegen... den Verlierer aus Chi und Insomnia. Ja, da sieht sich Insomnia natürlich als Favorit. Ich denke, es wird wahrscheinlich Insomnia dann, beziehungsweise Chi dann werden. Aber mal schauen. Das ist natürlich das Parallelmatch hier. Und oben spielt Omega gerade gegen Iota das Best of Three. Das Upper Bracket Final, da hat Iota ja das erste Game für sich beansprucht. So, gucken wir nochmal, ob die Items, auf die Icons richtig sind. Ja. Casual. So, wir sehen Cleanse auf Seiten von Draven, gerade gegen Anivia wohl eher und gegen Amumu natürlich, als gegen Nami Lucian. Auf Karma hast du Ignite, Nami genauso, also sehr aggressiv. Lucian hat sich hier fürs Heal entschieden, bisschen oldschool unterwegs. Natürlich dann 4 TPs ansonsten und die Smites, nichts Überraschendes. Amumu hatte die Möglichkeit, Aftershock oder Conqueror zu gehen. Conqueror sehr gut mit den W-Ticks, von daher auch da nichts Ungewöhnliches hier auf, beziehungsweise
bezüglich der Masteries Runen. Ja, so oder so kann natürlich Casual das Scrim-Ergebnis von 0-3 nicht ganz wieder gut machen. Also man kommt hier tatsächlich nur aufs 2-3 natürlich dann ran, aber man kegelt hier Teilzeit aus dem Turnier. Und das ist natürlich sowas, was man den Leuten vorhalten kann. Und natürlich gerade in der Discord-Position auch ja, ein bisschen nice to have natürlich. Und wir gehen damit ins letzte Game der heutigen Internals, ins Lower Brackets Runde 4 zwischen Casual in Sport und Teilzeit in Sport. Die beiden Teams, die sich hier in- und auswendig kennen. Und man sieht auch von Aya den Start, den man öfters auf Ornn sieht. Man verzichtet auf Dorns Start-Item, baut sich den auf die Lane. Das weiß natürlich aber im Normalfall auch der Gegner. Wobei es immer so ein bisschen ja, Risk-Reward ist. Hat sich jetzt sogar noch ein Pink-Ward alongside gegönnt. Mitte die Träne für Kukai. Kann damit also Mana-Haushalt technisch länger in der Lane bleiben. Joa, mit dem Nen-Swap und auch Wukong. Ja, Emote-Gameplay schon mal gut am Start von Quack for Good Luck. Nimmt sich hier auch die 5 Gold ein. Ah, Toplane Leash sogar. Das heißt, gleich hat auf jeden Fall Sengen Zeit, das zu spotten, dass Aya noch keinen Dorans Item hat. Und dann dürfte er eine Pushing Wave Ornn auch unterbrechen können. Also da haben wir mal ein Auge drauf auf der Toplane. Finde ich eine interessante Sache. Ja, Botlane durch das Fake Leashen hat man sich auch direkt das Level 2 hier aufgegeben. Bewusster natürlich, auf Seiten von Teilzeit. Für eine Mantra Q schon von Serge. Ins Gesicht des First Picks Fisch. Die Meerjungfrau, wie sie gerade von Lilith genannt wurde. Ja, wobei ich letztes Mal auch ein lustiges Meme gesehen habe mit Senna, dass sie eifersüchtig auf Nami sein sollte, so viel Zeit, wie sie mit Lucian auf der Botlane verbringt. Fand ich sehr amüsant. Ja, und jetzt hast du zwei Pushing Waves. Ornn natürlich. Ah, schafft es noch nicht so wirklich, dein Item zu bauen. Jetzt wird es aber auch ein bisschen in Ruhe gelassen von Sengen. Also hat er schon sehr, sehr krassen Respekt vom Ornn. Weiß ich nicht, ob man da die Info nicht hat, wo der Wukong gestartet hat. Wukong geht jetzt mit der W in den gegnerischen Jungle. Joha spottet das aber, geht schlauerweise in den Busch, muss aber rausqueuen. Das heißt, vielleicht verliert man hier den Red Buff und das ist eben die Gefahr eines Tank-Junglers. Auch Ryze und Botlane moven hier. Also die kleine Mumie in Gefahr hat als Freund auch nur die Botlane Allround. Aber sehr gutes Play von Noataka. Und insgesamt dann natürlich von Casual. Ja, und jetzt hast du einen leeren Jungle auf Seiten von Joha. Hast dir gerade Boots und Cloth Armor geholt, was du jetzt nochmal verkaufst. Für einen Pink Ward. Bin ich blind? Da war doch gerade noch ein Cloth Armor. Hat sich dann für einen Pink Ward entschieden. Interessant, Joha. Interessant, habe ich gesehen. Also alles für die Vision hier. Weil du mit Cloth Armor natürlich schneller durch den Jungle, beziehungsweise weniger Schaden auch von den Jungle Minions kriegen solltest, weil du ja deine Armor dann erhöhst damit. Ah, Trading in der Mitte, Kukai gegen Quack for Good Luck. Und das bessere Ende für Ryze. Und das war natürlich ein offensichtlicher Pick hier, ein Blick aufs OPGG. Und du kannst hier sagen, 10 von 10 kommt dann Ryze raus von Kukai. Man hat sich lieber den Akshan rausgebannt, also da bin ich gespannt, ob das nicht eine Fehlentscheidung war. Ryze, gerade mit Seraphs und dem neuen Rod of Ages, absolut scary. EQ, EQ. Auf jeden Fall wieder viable und wir sehen die erste Pause wieder. ADC mit Internetproblemen auf Seiten von Casual, aber sofort das Ready Up. Das sollte gleich dann wieder weitergehen.
Wir haben gleich nochmal After Off-Screen Freeze. Ah, direkt im ersten Gang, schöner Sidestep von Kukai gegenüber Yoha, der eben auf der Map gerade nichts zu tun hat. Und Aya tatsächlich mit einem guten Bait auch gegen Sanjaden. Ja, das Bound kann man natürlich auch so ein bisschen benutzen, um den Gegner ranzubaiten, zu sagen, hey, unterbrich mich doch und dann trade ich dich. Aber das sind schon 13 CS auch. Ja, Pushing Wave wieder. Ah, aber man sieht's. Aya, ganze Zeit versucht sich was zu bauen, hat sich jetzt eine Cloth-Armor aufgebaut. Hätte ich tatsächlich so ein Durams Shield noch eher gefeiert. Für den Sustain auf der Lane. Ah, geht jetzt auch Richtung Frozen Heart, beziehungsweise erstmal nur das Attack Slow Item. Oh, schöne Kombo, aber auch gut von Sanjaden. Haut ihn da zur Seite. Yoha jetzt around, aber auch Wukong. Und selber ist man schon sehr, sehr low. Man muss aufpassen. Auf der anderen Seite, Nuataga hatte noch keinen Reset. Hat sehr, sehr viel Gold auf sich sitzen. Schauen wir mal, ja. 1100. Aber ja, man hat auf der anderen Seite keinen Mana. Nutzt die EW, um zu chasen. Aber da hat man natürlich alles Kit schon verbraucht, um überhaupt in die Nähe zu kommen. Auch ein bisschen unlucky Backport von Kukai gewesen. Kriegt er nicht seinen Catalyst, was natürlich auch nochmal ein sehr gutes Starter-Item ist. Damit nur zwei Edelsteine im Gepäck. Tarik wäre stolz auf ihn. Was sagst du zu dem Invade, den ich meinen Jungs beigebracht habe? Pardon me, my lord. Oh, Apai, der Coach, also hier von Casual oder was? Ja, pardon me ist ja hoffentlich nicht mehr im Chat. Der ist ja selber hier im Game. Ja, und Kukai mit dem nächsten Invade gegen Yoha. Der hat ja absolut keinen Spaß im eigenen Jungle. Hat noch Glück, dass die kleinen Raptoren EQ blocken. Kann jetzt sogar mit der Ult sich einfach wieder rausbewegen. Hätte sie vielleicht noch nehmen sollen können. Aber ja, Yoha auf jeden Fall unter Druck. Und das war ja so ein Last-Second-Swap auch. Zwischen Udyr und Amumu, glaube ich, war es. Ja, Top Lane fühlt sich natürlich jetzt viel wohler. Das ist es, was ich gesagt habe. Ja, Range gegen Melee, aber Ornn. Solange dein Gegner kein True Damage hat, fühlt sich Ornn pudelwohl. Ja, und gute Trade von Aya. Sanjaden flasht früh, kann Ornn Horn nicht flashen. Solo Bolo für den Schmied auf der Top Lane und eine gute Wave dadurch natürlich. Ja, sehr gutes Play und der Flash kam zu früh von Jace, da musst du die Ultimate flashen, dass du den Brittle Passive auf dich nicht hat. In der Mitte kriegt jetzt aber auch Quack for Good Luck den besseren Recall hier, kann sich das TP vielleicht sparen. Auf der anderen Seite hat man jetzt das Catalyst und das Boots, da kommen die Resets immer sehr, sehr schnell hintereinander raus. Aber jetzt hat genau Quack for Good Luck das gleiche Problem wie zuvor Ryze, da hätte ich eher noch das Dohans Ring verkauft fürs Catalyst. Dann wir schauen mal. Ja, gerade diese Eternity-Passive macht es zu einem sehr, sehr guten Lane-Sustain-Item. Ja, Invade auf jeden Fall sehr gut, gerade gegen einen Amumu, der sich da nicht wehren kann. Und wenn man dann noch Prior Lanes hat, ja, geht hier super, super gut auf. Dadurch Yoha natürlich auch im eigenen Jungle so ein bisschen gefesselt, beziehungsweise kann auf den Lanes weniger eingreifen, weil er selber den Druck erfährt. Jetzt sind CS Camp-wise nicht so behind, aber macht halt auf der Map bis jetzt absolut nichts. Gerade auf der Top-Lane was versucht, aber da muss man ja auch dann wieder schnell wegrennen. Ah, Bot-Lane auch noch sehr, sehr ruhig. CS fast dead even. Dirk natürlich immer noch eines der gold-effizientesten Items im kompletten Game. Also dieser Power-Spike ist spürbar. Und daher Draven vielleicht jetzt sogar ein bisschen mit den besseren Items. Und Yoha muss sich auch dort wieder verziehen. Wird von Wukong rausgepreschert. Und man hat auch die Prio in der Mitte, die man aber auch gewähren lässt. Also Quack for Good Luck signalisiert, hey, Ryze ist im Roam und bleibt in der Mitte. Pusht jetzt immerhin die Wave aus. Aber auch da muss man vorsichtig sein. Die Vision Control allerdings sehr gut aus der Mitte heraus. Hat hier in beiden Sidelane-Büschen einen Ward, oben sogar einen Pink Ward. Aber hat eben Mana-Probleme, wie man hier schon sieht. Okay, Ornn also als The Shy in Undercover hier getitelt. Ah, The Shy würde, glaube ich, niemals Ornn spielen.
Aber ja, war sehr gut, sehr, sehr gut gespielt. Und Wukong wartet jetzt hier auf den Counter-Gank. Auf der anderen Seite hat man noch einen guten Pinkwart im eigenen Tri-Bush. Aber die Mütze, das ist natürlich ein Problem. Dieser Roaming Rise mit dem Catalyst, der dadurch auch ein besseren Sustain hat als Quark for Good Luck. Und ja, mit diesen beiden Prios nimmt man sich jetzt hier den ersten Drake. Und der Herald kann auf der anderen Seite eben auch nicht beantwortet werden. Nami, Lucian, willst du zusammenhalten eigentlich? Amumu ist ebenfalls auf der Botlane, deswegen wird es hier vielleicht Double Objective für Casual. Und das wäre schon ein gewaltiger Sprung im Game. Mit der eh schon ohnehin outscalende Comp. Sieht's hier für Teilzeit ein bisschen dire aus. Ah, gerade diese Lucian Nami Lane, da hättest du eigentlich ein bisschen Jungle Interference gerne gehabt. Da ist Draven natürlich auch froh, erstmal mitzuscalen und dann eben später einzucashen im Idealfall. Ja, und Ornn geht hier diesmal nicht fürs First Item Frozen Heart, sondern geht jetzt Richtung Yaksho. Oder Radiant Virtue, was wir vorhin auch schon einmal gesehen haben. Natürlich auch noch eine Possibility. Ah, und Sam Jaden auch mit Mana-Problemen. Hat natürlich die Tier im Gepäck fürs spätere Mana-Mune. Aber der Herald kann jetzt doch genommen werden. Man zieht die komplette Botlane hoch für dieses Play. Und das finde ich ein intelligenter Call. Das finde ich ein sehr guter Call von Teilzeit, dass man hier die komplette Botlane nach oben bringt. Auf der anderen Seite hat man anscheinend sowieso nicht so viel Prior auf diesen Herald gelegt. Konnte Botlane das aber auch nicht wirklich abusen, weil da sind man selbst... Ja, doch. Ja, 99 CS. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Folge des Plays war, dass man Botlane hochgezogen hat, aber da der kleinere CS-Diff, beziehungsweise ja, schon gewaltig mit 20 CS auf der ADC-Position oben. Der nächste Solo-Bolo-Fragezeichen. Schöne Kombos, aber der letzte Brittle Proc, der muss jetzt eingeflasht werden. Schöner Knockback noch von Zayn Jaden im letzten Augenblick. Kann er den nächsten Solo-Bolo abwenden, aber das sieht schon sehr viel entspannter für den Ornn aus als gegen eine Fiora. Ja, es ist ein anderer Ornn-Player, aber trotzdem. Das Matchup deutlich, deutlich angenehm. Ja, war es wirklich deswegen die 20 CS? Habe ich jetzt nicht gesehen, ob es davor nicht schon die 20 CS war. Aber ja, auf jeden Fall. Dieser Herald wird jetzt natürlich darüber entscheiden, ob dieses Play worth war oder nicht. Ob man den gut einsetzen kann, vielleicht vorher Kills finden kann. Und dann kann man natürlich einen kompletten Tower mal einreißen mit so einem Herald. Top Lane, zweite Plating Solo für den Ornn. Der ist jetzt schon gut 1k ahead über seinen Gegenspieler. Ansonsten Jungle Gold Even, 300 Gold Lead für Ryze, unten sind es 400 Gold, beziehungsweise auch nur 300. Also es ist hier ein Close Game, es ist nur das 1:0 in Minute 12, es ist wieder kontrolliert, wieder intens auf beiden Seiten. Und Amumu und Wukong, beide jetzt auf der Botlane. Der eine im Tri-Bosch, der andere als Lane Gank getarnt in der Raucherecke. Wir sehen sogar einen Erfahrungslead für Joha, der, nachdem er sehr invaded worden ist, sich komplett aufs Farm konzentriert. Wow, Noah Taga ist wirklich sehr gut. Ah, mal schauen. Bis jetzt noch nicht so viel Impact gehabt. Ist auf diesen Red Steel eigentlich noch gar nicht von sich aufmerksam gemacht. Ja, Ulti ist natürlich auf jeder Position schon direkt erreicht hier. Works für Amumu completed. Da folgt das Demonic Embrace. Und trotz späteres Catalyst hat man jetzt schon den Rod of Ages auch completed für Quark for Good Luck. Ryze müsste gleich auch in die Base gehen, versucht jetzt noch die Lane wahrscheinlich auszupushen in der Mitte. Und Turret Platings will fall. 30 Sekunden noch bis zum Herald. Man geht jetzt immer mal Richtung Topside. Will den Jace jetzt doch noch Platings gönnen. Und das weiß ich nicht, ob das hier so die richtige Entscheidung ist für deinen Jace, der eh gebeutelt wird auf der Sideline, hier die Platings noch zu geben. Ich hätte mir wirklich ein bisschen mehr Investment in diese Lucian Nami Botlane gewünscht. Vor allen Dingen, weil du ja Nami gefirstpickt hast in diesem Szenario. Also eigentlich im Draft eine gewisse Prio drauf gelegt hast.
So, Rod of Ages auf beiden Seiten. Top Lane jetzt mit dem Radiant Virtue auf dem Ohren. Ja, und der nächste Drake, wichtig vielleicht für Casual, in 20 Sekunden Johann noch auf der Top-Seite unterwegs. Den wird man wahrscheinlich auch noch aufgeben, tatsächlich. Victor Bay, der 1v1 Knight, die Möhre. Ja, bis jetzt hat er sich wieder gut rangekämpft, seitdem er da permanent invaded worden ist. Und mal schauen, der erste Teamfight, der wird natürlich gleich dann entscheidend sein. Aber Joha, wir sehen's. Wieder auf der Top-Seite unterwegs, währenddessen man den Drake hier for free abgibt. Also nicht, willst du einen Ohr diven? Ja, der Tower ist gleich down. Ja, dein Anivia kommt auch noch. Ornhorn schon mal früh geprockt. Haben wir noch einen TP. Rise on the way. Müsste aber mit der Ultimate hier hinkommen. Währenddessen, ja, überlebt er hier schon sehr, sehr lange den Knock-Up. Es kommt kein Knock-Up raus. Und ja, Drake dann doch für Top-Lane. Aber die Ultimate versucht von Kuka in die Mitte. Slim Snoker respektiert das Ganze. Und es war auch noch der First Tower, von daher dann doch gute Crossmap-Antwort. Ich dachte nicht, dass es so leicht geht hierfür. Ah ja, da hätte man vielleicht einfach den Tower doch retreaten müssen. Der war sehr low schon. Und die Botlane kennt hier keinen Respekt. Pardon mir, kriegt aber eine gute Bubble noch raus. Der Flash nach vorne von Joha. Das glänzt zu spät auf Seiten von Matthew. Surge versucht auch nochmal irgendwie zu flashen. Und mit 5 AP kannst du dir auch diesen Summoner sparen. Und da wird die Botlane von Casual absolut gepunished für diesen Misstep, für diesen ja, over-eager Movement im gegnerischen Jungle. Und dann Pardon mir mit einer guten Q. Seien wir ehrlich, die war leicht zu hitten, aber dann auch der Flash-Q. Follow-up von Joha. Zum richtigen Zeitpunkt. Und jetzt hast du doch deine Lucianami Lane praktisch for free ahead bekommen. Wobei ahead natürlich Anführungszeichen CS-Diff. Ja, doch, 400 Gold sind es mit den Platings, die man sich irgendwann mal gegönnt hat. Insgesamt dadurch, der Gold liegt jetzt immerhin schon bei 2,5k. Noah Taga geht jetzt hier rauf auf die Anivia. Flash nach vorne von Matthew, aber Sanjeden wird hier komplett ignoriert. Um den guten Wukong und jetzt der Re-Engage auf beiden Seiten so ein bisschen. Also, Flash von Matthew nach vorne für nichts. Auf der anderen Seite spart man sich sogar auf Seiten von Quack for Good Luck noch das eigene Flash. Zweiter Herald in den Händen von Casual dann. Ryze jetzt mit sehr viel Gold auf der Map, ebenso wie Amumu. Und da kam auch der Recall. Plus Needlessly Large Watt. Ich finde die Vision Scores der Supporter interessant. Die sind geringer als die deren ADCs. Also 17 Vision Score auf Slim Snoker, absolut insane. Ja, das finde ich schon sehr auffällig hier. Generell die Vision sehen wir gerade von Casual. Sehr, sehr gut Richtung Topside. Alles gewardet und auch Botlane hat man zwei gute Pinkwards noch im River, beziehungsweise im Pit sogar. Der nächste Drake wäre natürlich schon Soulpoint auch. Auf Seiten von Casual und Ornn jetzt auch Level 12 hat das Mythic dann gleich ausgebaut für sich und dann ab Level 13 bzw. 14 natürlich dann für jemand anderes. Aber Kukai wird hier gespottet bzw. ausgeschottet. Ja, Joha ist around, aber ebenso Noah Taga. Jetzt wird schön auf Kukai collapsed, der muss über die Wand flashen und der Rise Flash fehlt natürlich jetzt für diesen Drake in 2 Minuten. Oben wird auch Sanjeen komplett ignoriert bis jetzt. Ornn loopt hier schon early. Aber Matthew in der Mitte absolut überrascht von diesem Gale Force Damage von Slim Snoker. Noah Taga auch wieder in 2 Leuten drin. Kriegt immerhin die Krabbe. Aber oben ist man jetzt schon am T2, wo man anklopft. Auf Seiten von Sanjeen. Also Makro-Play bzw. Crucial Fehler auf Seiten von Matthew in der Mitte. Und es ist das spannende Game, was wir erwartet haben zwischen diesen beiden Teams, die sich so, so gut kennen. Casual Innsport und Teilzeit Innsport in diesem Lower Bracket Runde Nummer 4. Nur noch 6 Teams sind verblieben.
Und das ist das letzte Game des heutigen Spieltags. Morgen dann noch das Best of 3 Lower Bracket Final sowie das Grand Final Best of 3. Ah, Herald hat man noch im Gepäck. Vielleicht jetzt mal ein Tower, den man hier sicher nimmt. Ansonsten hat man ja schon jetzt drei eigene verloren. Ah, wobei hatte der T2 oben noch überlebt? Ne, der war down auch. Und jetzt ist der Drake eben in 30 Sekunden auf der Map. Könnte das Play vielleicht mit einem Herald irgendwo paaren? Ah, da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass man vielleicht sogar den Toplane, dass man den Herald auf die Toplane schickt. Der dann eben diesen angeknacksten T1 hier nimmt. Unbeantwortet, der hier übrigens mit 5 HP noch steht auf der Map. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Aber ja, Herald hin oder her, erstmal groupt man hier im River. Und diesmal ist natürlich der Ornn zur Stelle für Casual, der wichtig ist in diesem Szenario. Aber Nortaga wird hier schon angegangen, es ist nur der Klon, aber auch der Main Wukong hat schon einen Hit abbekommen vom Eisvogel. Und Joa, der lurkt nach einem Engage. Wukong auf gefährlicher Position und auch Matthew von oben. Sehr schön auf Slimstalker drauf. Tidal Wave trifft hier niemanden. Ornhorn jetzt, aber Nortaga. Ja, Squishy muss hier früh raus. Aber jetzt kann der Ornn verloppen. Schönes Culling trifft aber die Backline. Dadurch, dass die Frontline an Ort und Stelle geroutet wurde durch Anivia. One for one Trade. Beide Jungler sind Death, aber natürlich Serge auch mit 50 HP. Matthew mit dem Hero-Play-Versuch, mit dem Initial Engage auf Slimstalker, der hier dann früh raus muss. Ah, das bessere Ende, der bessere Fight für Teilzeit, die sich jetzt auch hier diesen wichtigen Drake genehmigen. Fragezeichen, denn der Contest ist natürlich noch am Laufen. Ah, Kukai, hat er noch die Ultimate? Ja, hätte noch eine Rice-Ultimate, aber ich glaube, der Call scheint hier von Casual zu sein. Nee. Da ist man in Unterzahl, dein Supporter muss recallen. Schaut lieber, dass ihr da ein bisschen Damage auf den T1 in der Mitte bekommt. Und jetzt der Herald auf der Top-Lane. Für den 5 HP T1 auf der Top-Lane. Naja. Du hast halt jetzt nichts mehr auf der anderen Seite, wo du einen Cross-Map-Play machen kannst. Giga-Shed 1,5, 1 vs. 5 rein als Wukong. Ja, du hast auch eigentlich wenige Optionen hier wirklich zu engagen. Ja, dein Ornhorn kannst du noch benutzen, du musst aber dann erstmal selber irgendwie dich in der Frontline positionieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen leichter und gerade wieder Anivia mit ihren Stunts, die hier eklig sind auf Seiten von Teilzeit. Gerade mit dem Curse of the Sad Mummy noch sehr viel CC bringt und dann Culling gut die Backline gefunden. Ah, Ryze versucht wieder diesen Tower zu bekommen, aber das ist irgendwie eine Tower-Meme hier auf Seiten von Teilzeit. Sowohl Top-Lane überlebt hier mit 5 HP der Tower in der Mitte. Ah, sind es 10 mal mehr, sind es 50, aber auch da kommt ein Windstoß und die zwei T1-Tower sind hier down für Teilzeit. Das ist natürlich sehr viel Gold, was man sich einfach nochmal irgendwie so mitnehmen könnte. Und Slimstalker wieder, aber der Flash-Q von Doha, schönes Cleanse, aber wieder Nortaga alleine in 5 drin. Serge wird sogar auch nochmal überrascht von der zweiten Q. Oh, das ist der Double-Kill. Ich weiß gar nicht, wie Amumu den Kill noch bekommen hat. Und jetzt geht man hier einfach für den Dive-Versuch. Die Q misst, kann man vielleicht sogar glücklich drüber sein, denn Kukai jetzt dazu gekommen, bisschen spät. Man wird hier in der Mitte überrannt, 2 Quick-Kills auf Seiten und Teilzeit. Und ich muss sagen, trotz Unterstützung aus dem Chat gefällt mir Nortaga auf dem Wukong nicht ganz so gut. Es scheint hier öfters mal off-sync zu sein mit seinem Team. Da kannst du auch lieber einen Tank gegen picken. Und oh, Matthew überlebt hier fast genauso knapp wie die beiden T1-Tower auf Seiten von Teilzeit. Fast der Snipe von Sanjaden, der natürlich jetzt auch seine 3 Items bald hat. Ah, Ornn jetzt immerhin mit dem Level 14. Man sieht, das Rod of Ages von Ryze wurde geupgradet. Aber auch er scheint irgendwie nie so richtig am richtigen Ort, zum richtigen Zeit zu sein. Ist jetzt auch sehr unauffällig, dieser Ryze. Ja, farmt hier ganz gut. 226 Farm in Minute 23 ist ordentlich. Ist 20 CS über dem Rest. Aber wird es hier genug sein? Geht jetzt auch Richtung Sonjas wahrscheinlich. Auf der anderen Seite, ja, ist man gerade auf die Position Jungle und ADC
schon ein guter Head. Ja, gerade Jungle. Dafür, dass Amumu so unter Druck gekommen ist, hat uns natürlich jetzt sehr viele Kills bekommen. 4 der 7 Kills liegen auf der kleinen Mumie. Oh, Gale Force einfach mal zum Punkten benutzt. Slim Snoker fühlt sich hier auch komplett. Oh, jetzt der Ornengage. Sieht so ein bisschen nach Brecheisen aus. Tidal Wave. Sehr gut zum Disengage. Und da war sogar noch ein Flash, glaube ich. Nein, es war kein Flash. Saint Jaden einfach mit dem Portal Richtung eigenen T1 kommen. Und jetzt haben wir so ein bisschen Aram hier. Es scheint so ein bisschen nervös zuzugehen. Joa, immer wieder in der Frontline, immer wieder lurkt er für eine Q, das Team bereit zum Follow-up. Auf der anderen Seite, ja, versucht man dem entgegenzusetzen. Wukong jetzt aber alleine oben an den Raptoren. Kukai mit dem nächsten Dash und da sind die Shockblasts, die natürlich jetzt zum Poken sehr, sehr gut zu benutzen sind, die sehr ordentlichen Damage schon machen. Ah, nächste Upgrade. Ornament, aber man hat insgesamt noch wenig Mythics auch, natürlich. Was auf dem ADC fehlt das noch. Ah, Joa, mit dem Engage in der Backline, schöne Q, wie hat er die denn getroffen? Opfert sich aber gegen Matthew und überlebt weiter in die Karma, hält ihn am Leben. Schöner Double Knockup, jetzt geht die Teamfight Comp auf Seiten von Casual und da ist der Ryze zur Stelle, der hier frontline kann. Die EQs in die Gesichter von Teilzeit Shepard und plötzlich hat man hier 2 Kills gefunden. Nur Taga geht über die Wand, kriegt mit dem Q auch noch Slim Snoker, der absolut naiv und cocky backporten will. Future Gaming Turning Point hier und damit, ja, der Pink Ward war auch noch gefährlich für Quack for Good Luck. Ist da weiter noch am Zone, aber die Wand, schön von Kukai. Ist er da denn hingekommen, hat sich nördlich in der eigenen Ultimate positioniert und konnte somit auch diese schön gesetzte Wand eigentlich übergehen. Ja, und dieses Pink Ward, dieses Vision Ward hätte man sich auch sparen können müssen und trotzdem kommt sie hier noch raus. Sehr gut, sich nochmal den Ryze vom Kragen vom Leben ferngehalten, aber was war das für ein, ja, komisches Baron-Play. Sah gut aus mit dem Yoha-Q auf die Backline, aber dann hat man eben noch eine Karma bei sich. Mit dem Radiant Virtue, interessante Itemwahl auch für Karma. Finde ich underrated, hat hier auf jeden Fall sehr gut Work gemacht. Und jetzt nur noch 2k der Gold-Lead und natürlich der dritte Drake, der hier genommen werden kann mit dem Nash-Buff. Man geht sogar fürs TP von Kukai in der Mitte, beziehungsweise in den eigenen Jungle. Und das haben wir so ein bisschen Mexican Staredown Nummer 2. Diesmal natürlich Casual, die mit diesem Baron anfangen. Baron anfangen. Mit dem Baron dieses Play eingehen wollen, den Drake starten. Ja, und jetzt wird man einfach überrannt. Joa, wann kommt der Re-Engage? Tidal Wave und Culling sind draußen. Ah, Kukai, ein EQ auf Slim Snoker, der muss hier rausdashen. Ah, es ist nur der dritte Drake und trotzdem möchte man den auf Seiten von Teilzeit noch contesten. Joa wartet mit der Q und schönes Might von Noah Taga. Ja, ich glaube, richtige Entscheidung, nicht für den Fulke mit Teamfight hier zu gehen. Ah, wobei es natürlich wieder auch nicht nur jetzt diese Druck der Soul gibt, sondern auch Zeit für Casual weiter zu scalen. Ornn schon Level 15. Eclipse jetzt fertig für Draven endlich mal. Ja, und auch dieses einfache Death Dance schon so viel wichtiger für Noah Taga, dass er dann noch weiter überleben kann, wenn er reingeht. Oh, pardon me, muss flashen. Leicht off-sync noch versucht, Vision zu clearen. Aber mit dem Nash hat man bis jetzt sehr wenig gemacht. Ja, man hat jetzt die beiden T1, die eh schon low waren, bekommen. Aber, ja. Mir fehlt so ein bisschen der Zug Richtung T2, Botlane dieser T1. Wieso ist da keiner? Wieso groupt man jetzt zu 5-4? Will natürlich so ein Deathball sein, denn man hat gemerkt, wenn man sich zu sehr auseinander begegnet, zu sehr splittet, dann hat hier Teilzeit ein leichtes Spiel. Oh, Saint Jaden, Brückschatt-Tilter, Fragezeichen. Nee, wortet das früh auch aus.
Ah, Gold immer weniger, nur noch 800 Gold. Es ist hier nichts mehr in Minute 30. Wieder sind es relativ wenig Kills gefallen, 7 zu 5. Aber eben drei Drakes schon. Wobei jetzt die Ocean Soul auch nicht die krasseste Soul ist. Aber gegen den Poke, den wir schon angesprochen haben. Von St. Jaden auf den Jace. Vom Quack for Good Luck, die auch sehr, sehr gut poken kann. Da ist natürlich so eine Ocean Soul auch Gold wert. Nach den Teamfights einfach healthier zu sein. Nochmal re-engagen zu können. Gerade an den Objectives vielleicht ein bisschen zu dancen. Dafür ist die Ocean Soul wie gemacht. Ja, aber dadurch, dass man hier Navuri Quickplates und Rapid Fire hat und auch kein Krakenslayer, kommst du da einfach nicht durch den Orden durch. Ich habe es schon angesprochen, man hat das Problem des Lethalities oben. Man wird auch keinen Void Stuff so früh bauen. Ja, doch, ist jetzt in der Mache auf Seiten von Ryze. Der hat auch erkannt, hey, ich brauche da ein bisschen Pain. Beziehungsweise, nee, es ist ja andersrum. Eigentlich bräuchte Quark for Good Luck hier ein bisschen Pen gegen den Orden später holen. Aber gut, das ist jetzt auch schon Bukai macht und man ist im Recall, wird überrascht von Padome, von Joha wieder. Readet man da mit den Recalls im River rein. Crucial, crucial Fehler, der hier wieder vielleicht schwerwiegende Folgen haben könnte. Zum Beispiel dieser Midlane-Push jetzt zu fünft. Und vielleicht kann man hier sogar diven. Man hat jetzt zwar kein Ornhorn mehr, keinen Wukong-Ulti mehr. Man hat hier schon sehr viel eingesetzt für diese beiden Pokes. Und der Wave-Clear, der ist natürlich noch vorhanden auf Seiten von Teilzeit. Aber gute zwei Picks hier. Wieder zwei Kills eingeheizt. Und jetzt das erste Mal in 30 Minuten der Gold-Lead für Casual. Oh, der Flash nach vorne. Flash-EQ, alles jetzt auf. Quack for Good Luck drauf. Jetzt kommt der Dive, auch der Flash von Matthew. Der geht aber noch auf Son Jaden erstmal. Man muss noch weiter kiten, aber kann hier einfach diven. Und auch Slim Smoker. Passt mit einer EQ, beziehungsweise Q war es dann noch, die hinterher flog von Kukai. Geschottet. Und jetzt ist diese Late-Game-Comp absolut am Start. Man hatte kleinere Fehler nur auf Seiten von Teilzeit mit diesem Positional-Recall-Fehler. Aber die haben dann doch zu mehr geführt. Aber joa, ja, ist for life. Sorgt vielleicht für einen Flank hier. Geht man jetzt schon alles über der Nächste, aber man hat keinen A-Peeler. Man wird in die Luft geschleudert, bevor man überhaupt engagen kann. Das war vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Stirbt hier in einem kläglichen Flankversuch. Sehr gut. Dieser Knock-Up auch von Aya auf der Top-Lane. Ein Drave nochmal zum Disengage. EQ allerdings auf Slim Snoker. Und die Draven-Ulti besiegelt auch sein Schicksal. Das heißt, plötzlich aus dem Nichts explodiert hier das Game in Favor für Casual. Und Teilzeit, ja, bis dann eben doch nur Teilzeit gut hier. Hat leider nicht gereicht, obwohl man ja sich lange Zeit im Goldlied befunden hat. Dann allerdings auch der Late Game kommt, gewähren hat lassen. Und dieser Unterschied war, glaube ich, auch dieser Nash-Fight, wo man da ja eigentlich einen guten Engage hat, aber dann den Nash eben verliert. Und dann plötzlich aus dem Nichts dieser Push und dieser Game-Finish, einer nach dem anderen, fällt auf Seiten von Teilzeit. GG, well played. Casual damit eine Runde weiter, morgen um 14 Uhr im Lower Bracket. Ja, und not gonna lie, es sah sehr grimm aus auf Seiten von Casual. Wirklich so gar nichts von sich bemerkbar hat lassen hier. Ryze 0-0-0 sehr lange gestanden. Nuataga, fragwürdige Engages 1 gegen 5. Auch nicht so wirklich ins Game gekommen. Aber dann. Hatte man das Scaling erreicht, hatte früh die Drakes auch stacken können. Das war so wahrscheinlich der größte Pluspunkt im Early Game für Casual. Und dann hat man eben, ja, auch Teilzeit in diese Mistakes reingeförst. Und dann für mich komische Fehler dort mit den Recalls, gerade im River. Unten auch eine Situation, wo Slim Snorker noch irgendwie recalled im Face des Gegners. Also vielleicht ein bisschen zu cocky gespielt auf Seiten von Teilzeit, die sich mit dem, mit diesen, ja, zwei vorherigen Siegen, mit diesen lange Zeiten nichts tun, dann vom Snowball profitieren. Und dann war es eben auch dieser, ja, Unterschied des Drafts, sag ich mal. Diesmal Top-Lane, der Ornn, der plötzlich Accelerate konnte. Der Jace hat mir hier nicht gut gefallen in der Comp als Blind-Pick. Und ja, auch der Amumu, der Tank hier für Johan, nicht gut aufgegangen. Er hatte insane Q-Engages, wirklich gute Möglichkeiten gefunden. Hat ja auch den Gold-Lead sein Team erspielt. Man hatte die Pushes im Mid auf Top-Lane, man hatte früh die T1-Reihe geknackt, aber dann eben diese Leichtsinnigkeiten. Aber vielleicht hören wir selber mal von den Teams, denn wir haben natürlich jetzt ein bisschen Free-Time. Die Games sind für den heutigen Tag durch. Schauen wir erstmal noch im Schedule. Ich frage schon mal die Interviews hier an.
bei Pardon und bei Kukai. Und vielleicht hören wir dann noch was von den Teams. So, also, Shi gegen Insomnia scheint noch zu laufen, oben Omega gegen Iota. Auch dieses Best of Three scheint ebenfalls noch zu laufen, beziehungsweise die Ergebnisse da noch nicht eingetragen. Also Casual gegen Vollzeit, das erste Game, was wir hier beendet haben. Das heißt, Casual wartet dort mit Lower Bracket Runde. Wo sind wir denn? 5 oder 6 oder sowas schon. Gegen die Gewinner aus Shi und Insomnia, wie gesagt, da gehen wir eigentlich auf das Competitive Team aus, also Shi gegen Casual, das wird ein Banger-Match und ich glaube immer noch, dass auch die stärkeren Competitive Teams Shi durchaus mal upsetten können, von daher bin ich auch auf das Ergebnis zwischen Insomnia und Shi schon gespannt. Und ja, der gute Linus, der möchte jetzt hier rankommen, dann fangen wir erstmal bei ihnen an. Kukai habe ich übrigens eine Friend-Request gesendet, der er hier noch annehmen, ansonsten Search blieb mir noch im Kopf von Namen her. So, dann ziehen wir mal. Wasserkabine. So, hi, Linus. Moin. So, erstmal ein bisschen lauter. Ihr bist schon auf 200%. Ja, internes Reise für euch leider beendet. Fangen wir mal von vorne an. Wie seid ihr in dieses Turnier reingegangen? Ihr seid ja in Division 5 unterwegs. Da vielleicht schon eine kurze Einschätzung auch auf die Prime League-Gruppe. Wie bereitet man sich jetzt auf die Prime League hier vor? Ja, also wir haben unsere Gruppe angeschaut, die sieht stärker aus als letztes Mal, aber ich schätze uns selber auch als stärker ein als letztes Mal. Deswegen sollte es ähnlich schwierig werden. Ja, und dann eure Meinung zum Turnier. Was war hier so euer Anspruch, gerade gegen die Competitive Teams? Wie findest du es persönlich, dass hier die Competitive Teams dabei sind in dieser Gruppe? Also wir haben keins zu Gesicht bekommen, deswegen war es uns dieses Mal ziemlich egal. Aber ja, zu wissen, dass wenn man ein Spiel gewinnt und danach gegen Iota rankommen würde, das wäre dann halt, das nimmt einem dann doch die Vorfreude. Ja, also niemand will unbedingt gestompt werden und da ist die Skill-Diff doch teilweise so immens, dass es unangenehm wird. Ja, ihr hattet euer erstes Game dann auch gegen ein neues Team, gegen Hollow InSport, das ich ja neu gegründet hatte aus dem alten Spot. Wie war da so euer Gefühl des Gegners, beziehungsweise auch für euch? Wart ihr da zufrieden? Und dann ja schon im ersten Game gegen Casual verloren. Also es ist so ein Endboss und ihr habt natürlich eine besondere Verbindung, glaube ich, zu Casual. Ja, also ich meine, Casual, da ist unser Adrian drin, das sind unsere Bros. Wir haben den Fehler gemacht, gegen sie zu scrimmen und ihnen zu zeigen, wie man League spielt. Und dadurch konnten sie uns jetzt besiegen. Gut, ja. Ich glaube, das würden die auch selber so sagen. Aber ja, am Schluss haben sie die schönen Meta-Midlaner gespielt, die fucking broken sind. Sorry fürs Effort. Wobei das ja aber auch so ein bisschen offensichtlich war. Zumindest der Ryze hat mich auch gewundert, dass man da den Akshamban zum Beispiel priorisiert hat. Also war es ein Matchup, beziehungsweise wolltet ihr das auch so ein bisschen, dass der Ryze gepickt wird? Also wir haben die Anivia als Antwort zum Ryze gesehen. Und ich würde sagen, die ist auch halbwegs aufgegangen. Das Problem war einfach, dass der Ryze uns dann später. Also der hat dann dem Lucian nicht mehr erlaubt, das Spiel zu spielen, nachdem wir es beim Baron gethrowt hatten und sie dann voll gescaled waren. Also zumindest der Ryze. Ja, also ich denke, man kann jetzt viel über Draft reden, aber am Schluss war es Gameplay-Diff. Ja. Ja, würdest du sagen, euch tut so ein Tank im Jungle, was war da nochmal? Das war ja so eine Last-Second-Swap, glaube ich, vom Hover her. Ist es da so, dass ihr euch wohl damit mit einem Bruiser fühlt sich Yoda wohler? Oder wie war es jetzt auch mit diesem Druck, mit den Invades umzugehen für Amumu? Oder war es da ganze Zeit fein, dass man trotzdem noch mithalten konnte? Also, Yoda ist ja bekannt dafür, dass er gerne Tanks spielt, die keinen Schaden machen. Das ist natürlich Ironie. Er hasst es und
Es war ein Verzweiflungspick, einfach weil wir gemerkt haben, wir brauchen Engage, falls wir nach hinten fallen. Und ja, sein Champion Pool hat er nicht so viel hergegeben, der Amumu war ein plötzlicher Einfall und er ist ja ganz gut aufgegangen, da wir mussten was abgeben, vor allem er. Aber ja, Early konnten die Gegner das nicht wirklich punishen. Die Fehler waren später. Ja, zwei Sachen noch. Erstens natürlich der Roster-Swap, beziehungsweise nicht Roster-Swap, sondern Roll-Swap eher von Sanjaden und Slim Snoker. Wie kam es dazu? Hatte man da einfach Lust auf eine neue Rolle? Wollte man was ausprobieren? Und du hast ja gerade gesagt, ihr seid auch besser. Liegt es auch daran, dass du es einschätzen würdest, dass ihr jetzt besser seid mit diesem Roll-Swap? Ich meine, der Roll-Swap, der ist jetzt auch schon eine ganze Saison her. Okay. Deswegen sehe ich da jetzt nicht mehr so diese die Unterschiede. War das echt schon letzte Season, dass du den letzten Split auch? Ja, wir haben bei den letzten Internals geswappt. Okay. Und dann haben wir den Top-ADC-Swap beibehalten. Ja, stilistisch passt ein bisschen besser, würde ich sagen. Unser lieber Top-Laner, der mag gerne das volle Rambazamba und das hieß Botlane, Engage und Samira. Und jetzt können wir halt mehr spielen, was Meta ist. Und das fühlt sich auch etwas besser an. Also gerade, weil das mit den Control Mages in der Mitte besser passt. Oder mit dem Farming Jungler, im Jungle, der gerne gespielt wird, dann sind wir eher eine Einheit. Ja, dann nochmal eine Frage zu euren insgesamten Playstyle. Sehr wenig Kills, das war auffällig in allen drei Games, die wir so ein bisschen von euch gesehen hatten. Ist das so euer Playstyle, kontrolliertes Game, wenig Kills? Findest du, das ist ein guter Punkt für euch? Oder würdest du denken, manchmal hilft es da doch ein bisschen mehr Kills einzufahren? Nicht so auf das Scaling-Game zu hoffen, gerade gegen Ornn, Ryze vielleicht auch? Unser Scaling war auch nicht bad. Wir waren fein zu scalen. Vielleicht haben wir den Ryze falsch eingeschätzt, dass er so turbo-hard scaled. Aber, Lucian Nami scalen auch ins Late-Game insane. Amumu scaled wunderschön, Anivia scaled toll. Und auch der Jace-Poke wird irgendwann obnoxious. Also, wir haben schon unsere Chancen da gesehen und gerade im Early-Game mussten wir einfach die Füße stillhalten in diesem Spiel. Da wir jetzt mehr Richtung Scaling zurzeit draften und kontrollierte, range-fokussierte Comps auch mehr spielen, bietet es sich an, das Spiel nicht zur kompletten Fiesta zu machen, auch wenn wir darin immer noch sehr gut sind. Ja, da haben wir von Felix gehört, zumindest der Draft bei euch auch mal sehr, sehr wild. Caitlin Brown fand ich auch interessant, dass man die Lux dann in die Mitte geschickt hat. War es von Anfang an euer Plan, die Lux in die Mitte zu schicken, oder habt ihr euch das doch noch offen gehalten? Also die Lux als Flex war von Anfang an der Plan und der Braum kam halt auf, als Ornn und Seraphine gepickt wurden. Der war dann einfach ein guter Pick, auch wenn wir dafür Botlane Pressure einstecken müssen. Ja. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Losers-Interview noch. Ich glaube, ihr habt ein paar gute Games aber trotzdem gezeigt im Lower Bracket dran und Casual ist dann erstmal euer Erzfeind. So. Das ist natürlich eine coole Mit Redside hätten wir coole Mief, ja. Mit Redside genau, hätten wir Seitenwahl. Gewonnen. Kritik, Feedback dann ans Internal natürlich dann bei Richtung im Nachgang. Oh, das weißt du. Gut, dann wünsche ich euch viel Erfolg für den Split. Wir reden natürlich über euch nochmal auch im Community Talk. Von daher seid gespannt und wir wünschen euch natürlich alles Gute, viel Glück. Und ihr habt ja, glaube ich, wieder ein Echo-Team. Ihr wart das ja wieder, oder? Habt ihr wieder ein Echo-Team? Ja, wir die Echos. Ja, krass, ne? Wieder das nächste Echo-Team. Vielleicht geht da auch nochmal was Richtung X-Cast. Mal schauen. Wünsche dir noch einen schönen Abend aber auch. Grüß das Team. Danke, ebenso. Ja, danke. Ciao. So, und ich habe gerade noch mit dem guten Serge geschrieben, dieser sagt, die meisten vom Team sind schon weg. Frag ihn dann nochmal, ob er einfach mal kommen möchte. Wenn nicht, dann verzichten wir natürlich da auch aufs Interview, keiner gezwungen. Und dann sehen wir uns dann tatsächlich später wieder, in gut 2 Stunden, um 8 Uhr dann der Competitive Talk. Seid gespannt. Serge möchte nicht so gerne ins Interview kommen, haben wir natürlich Verständnis für und ja, ich würde dann sagen, wir waren consistent über 30 Viewer. Vielen, vielen Dank an alle, die bei den Eternals zugeschaut haben. Vielen Dank, dass ihr so geduldig wart. Am Anfang gab es ja in den ersten Games noch keinen Stream, keinen Cast. Aber dann haben wir, glaube ich, gute Games gesehen, spannende Games, beziehungsweise mehr oder weniger spannende Games. Glückwunsch nochmal an Casual, die sich hier im Lower Bracket bis hierhin sehr, sehr gut durchgesetzt haben. Die sehen wir dann morgen um 14 Uhr wieder im Cast. Dann also gegen, Ski gegen Insomnia immer noch dran. Gegen einen von den beiden Witz. Ich sag, falls ihr mögt, dann ein bisschen später. Ansonsten bis morgen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Eskaliert nicht zu viel bei Football und so, ne?
Haut rein, bis dann. Es ist, wie es ist. Es ist wie Spiegel, man sieht sich. Und ich schicke euch natürlich noch irgendwo hin. Raiden wir euch noch. Wir gucken mal. Wir haben hier die Hochschule mit Weider, die spielen tatsächlich auch Uniliga, Valorant bei HNU, Trident Gaming, Aram-Turnier. Eieiei. Hört sich wild an. Komm, wir gehen zu Trident, guys. Trident Gaming. Viel Spaß bei Trident. Lasst Grüße da. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao. Genau. Wir sind zurück.